Du bist in der dritten bis vierten Woche nach einer Hallux Valgus Operation. Ich zeige dir jetzt die drei Fußpunkte, eine Längsgewölbeübung in Rückenlage, die Mobilisation für den Großzehen und den Kleinzehen sowie die Tape-Anlage nach der Hammerzehenoperation, die Vollbelastung beim Gehen und eine Gleichgewichtsübung. Du bist jetzt 3 Wochen nach Hallux Valgus Operation und in der Gangschule ändert sich jetzt was Entscheidendes. Du darfst ab heute in der Regel voll belasten. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Variante ist, du gehst weiterhin mit den Unterarm-Gehstützen, indem du, sehr schön, setzt ein Bein nach vorne und diesmal kommt nur eine Stütze mit nach vorne und du machst das Ganze wie beim Nordic Walken, also im Wechsel rechts, links. Mach mal bitte 2 Schritte. Sehr gut. Die andere Variante, dafür nehme ich dir die Unterarm-Gehstützen schnell ab. Du gehst wieder in die Ausgangsposition. Jetzt läuft das Ganze ohne den Unterarm-Gehstützen. Du belastest ganz normal deinen rechten Fuß wie deinen linken Fuß und gehst dabei vorwärts. Wichtig ist, dass du den rechten Fuß auch abrollst und ihn nicht irgendwie verkrampfst. Nun kommen wir zu den Fußpunkten. Die sind wichtig, weil du darüber die Hauptbelastung auf dem Boden abgibst. Wir haben den ersten Fußpunkt unter dem Großzehengrundgelenk, den zweiten Fußbelastungspunkt unter dem Kleinzehengrundgelenk und der dritte ist sozusagen die Ferse etwas außen. Wenn alle 3 Punkte am Boden stehen, hast du eine relativ gute Belastung im Fuß. Das zeige ich dir jetzt auch an deinem Fuß, wenn du den mal so hochlegst. Wunderbar. Also wir haben hier den Fußpunkt 1 unter dem Großzehengrundgelenk, den zweiten hier drunter und den dritten unter der Ferse. Du stellst deinen Fuß jetzt auf den Boden und versuchst diese 3 genannten Fußpunkte zu spüren, indem du nach links und nach rechts den Fuß bewegst. Bleib in der Mitte stehen, versuch alle 3 Fußpunkte zu belasten. Die Zehen sollen dabei nicht krallen, sondern entspannt bleiben. Dann haben wir noch 2 Gewölbe am Fuß. Wir haben einmal das Längsgewölbe und einmal das Quergewölbe. Das zeige ich dir auch nochmal hier am Skelett. Einmal das Längsgewölbe läuft vom ersten Fußpunkt nach hinten zum dritten Fußpunkt und das Quergewölbe läuft vom ersten Fußpunkt zum zweiten Fußpunkt. Und das ist wichtig für die Funktion des Fußes, um einfach eine höhere Flexibilität zu haben. Also ich zeige nochmal die Position, wie man mobilisiert. Die obere Hand greift, die untere Hand greift in diesem Bereich. Um das Längsgewölbe jetzt zu aktivieren, haben wir eine schöne Übung mit dem Theraband. Du nimmst das Theraband, wickelst das eine Ende um den großen Zeh herum, sodass das kurze Ende zwischen erster und zweiter Zehe rauskommt. Das lange Ende geht vorne über den Fuß drüber und wird dann nach oben gezogen. Du hältst es mit der rechten Hand fest. Wunderbar. Hierbei sollte das Theraband schon auf Vorspannung sein, damit dein erster Fußpunkt nach oben gezogen wird. Die Aufgabe ist nun, der zweite und dritte Fußpunkt sind eh am Boden und du drückst jetzt den ersten Fußpunkt gegen das Theraband nach unten. Dabei aktivierst du das Längsgewölbe und bekommst eine schönere Wölbung und eine schönere Spannung in das Längsgewölbe. Wichtig dabei ist, dass dein Knie mittig im Fuß bleibt und nicht nach innen kippt, weil sonst geht die Spannung im Längsgewölbe wieder verloren. Neben der Hallux Valgus Operation treten häufig Komplikationen an den Kleinzehen auf als Hammerzehenproblematik. Diese werden oft in Kombination mit Hallux Valgus Operationen mit operiert. Wenn sie operiert sind, machen wir immer eine Tape-Anlage als Unterstützung zur Heilung mit dazu. Das zeige ich dir jetzt. Dafür nimmt man Leukosilk, circa 10 cm langen Streifen, geht zwischen dem ersten und zweiten Zehen rein, vorausgesetzt der zweite ist operiert. Wir wollen den zweiten Zeh tapen. Du gehst mit dem kurzen Tape-Streifen auf das Grundgelenk. Dabei drückt man dann etwas den Zeh in die Beugung und lässt den Tape-Streifen nach unten auf die Fußsohle auslaufen.
das Gleiche machen wir jetzt nochmal von der gegenüberliegenden Seite. Man geht zwischen dem zweiten und dritten Zehen rein, klebt auch wieder das Ende auf das Grundgelenk, bringt den Zeh etwas in Beugung und mit der Beugung lässt man den Tapestreifen unten auf den Fuß auslaufen. Und zu guter Letzt machen wir oben einen kurzen Tapestreifen direkt auf den Zeh, messen den mal kurz ab. Wir fangen von vorne an, gehen über den Zeh drüber, schnappen uns den Zeh und bringen ihn in eine Streckung, und zwar in den Mittelgelenk vom Zeh, weil wir wollen dort eine Streckung haben und lassen dann den Tapestreifen auch über den Zeh auslaufen. Das Tape sollte maximal bis zum Grundgelenk gehen, nicht weiter hinaus. In der dritten Woche darfst du ja mittlerweile voll belasten. Damit deine Vollbelastung auch erfolgreich ist und du dich sicher fühlst auf deinem Fuß, machen wir jetzt noch eine Gleichgewichtsübung. Das hilft am Ende, dass du dich sicherer fühlst beim Gehen, im Stehen und später dann auch wieder mit dem Verbandsschuh, wenn du ihn anhast. Dafür stellst du dich bitte jetzt auf dein rechtes Bein. Du kannst dich mit deiner linken Hand erstmal an der Bank festhalten und spürst erstmal, findest die Mitte und schaust, dass du so wenig wie möglich aus der Balance kommst. Wenn das gut geht, kannst du die Hand wegnehmen und versuchen zum Beispiel, das gegenüberliegende Bein ein bisschen hochzunehmen. Damit machst du es schwieriger, oder das Bein nach hinten raus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du da machen kannst. Das ist jetzt eine Gleichgewichtsübung als Standardübung, wo der Fuß schön am Boden steht und dir ein gutes Feedback liefern kann.